Wiederauferstehung. Was für ein kranken Scheiß spiele ich hier? Das sind Menschen, die ein Kind erwarten, dann siamesische Zwillinge bekommen und dann das eine Kind an irgendwelche Fischmenschen opfern. Some One Piece Shit, bloß in ganz weird. Und dunkel und ja. Ja, cool, Schiebepuzzle, mag jeder. Okay. Okay. Nee, das ist schon mal Kacke. Okay, warte. Es ist halt einfach jetzt wieder viel rumklicken. Manches darf ich klicken, anderes nicht. Das muss, glaube ich, so sein. Jetzt ist das wieder falsch. Das hier ist noch nicht richtig. Jetzt ist das dann aber wieder falsch. So ist das richtig. Das ist falsch. So sind die richtig. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Großartig. Notfalls gehe ich zurück und mache einfach nochmal den Urzustand. Ist ja auch nicht so schlimm. Warte mal. Das ist wahrscheinlich, ihr habt wahrscheinlich als Zuschauer schon längst gesehen, wie man das, was man drücken muss, um das vernünftig zu schieben. Mir ist das gerade noch nicht ganz so klar. Nee, warte, stopp, warte mal. So rum, aber dann ist der wieder falsch. Der dreht die 4. Der dreht die 4. Der dreht dann die 4. Der dreht dann die 4. Der dreht die 3. Der dreht die 4. Die müssen aber so bleiben. Der dreht dann die 3, richtig? Nee, falsch. Ah! So ist der richtig. Nee, warte. Der hier oben ist aber halt falsch. So ist der richtig. Der dreht die 3. Der dreht die 4. Der dreht die 3. Ich merke gerade, ich bin echt zu matschig im Kopf. Aber das kriegen wir hin. Dauert vielleicht nur ein bisschen länger, aber das ist ja okay. Der dreht die. Also die äußeren drehen immer 3. Die drehen immer 3. Wenn du woanders reinklickst, immer 4 bis 5.
der hier ist falsch, das ist doch scheiße. So ist der richtig. Also hier drüben ist eigentlich fertig. Jetzt geht's aber hier rum. Das ist jetzt richtig, aber das ist falsch. Das hier ist auch noch nicht richtig. So dreht er halt wieder alles. Ich krieg die Krise. So ist das. Warte mal. So ist das. So ist das. Das heißt, der Abschnitt hier rum ist richtig. Der dreht jetzt wieder den mit und den mit. Der dreht jetzt den. Das heißt, der Abschnitt hier ist richtig. Außer der, der ist falsch. Der dreht das, dann ist das aber falsch. So ist der richtig. Der dreht die drei. Hier oben, die sind richtig. Das ist falsch. Der ist leider falsch. Der dreht aber die drei. Warte mal. Also, halten wir fest. Das ist richtig. Das ist richtig. Nee, der ist auch nicht richtig. Scheiße. So ist der richtig. Warte mal, wir machen das nochmal ganz von vorne. Nicht, dass ich mich da jetzt so verdaddelt habe. Weil die Frage ist halt auch, kann ich schon drehen, wenn der das eine Stück noch in der Hand hat, das hier. Anscheinend schon. Dann lasse ich das erstmal in der Hand und ergänze das dann am Ende. Okay, das ist richtig, das nicht. So, so ist der richtig. So dreht er die Scheiße. So ist das richtig und das richtig und das richtig. Und das richtig und da muss ich nur noch den einsetzen. So simpel hätte es sein können. Und ich schieb da die ganze Zeit rum wie der allerletzte Bob. Habe ich mir nämlich fast gedacht, aber gut. Okay. Okay. Die Körper wiederbeleben. Ist das real? Aber bis dato eigentlich schöne Rätsel. Wobei mir bei vielen einfach nicht so klar ist, okay, was passiert hier gerade, was muss ich hier machen? Das klappt dann irgendwie, dass es weitergeht. Okay, den Sargdeckel einfach abnehmen. Den Sargdeckel abnehmen. Den Sargdeckel abnehmen. Den Sargdeckel abnehmen. Ich mach das immer in die Pfeilrichtung. Okay, die toten Eltern. Großartig. Einmal die Herzen klauen. Jetzt ist er der Master of Hearts. Jetzt hat er schön die Herzen am Start. Ich stelle euch weg. Konserviere euch sorgfältig und warte. Aber auf was willst du warten, Bro? Was spiele ich hier, Alter? Was ist das für eine komische, konfuse Story? Und warum ist sein neuer Vater oder whatever oder sein Liebhaber oder whatever ein Fisch vom Fischkult? Und die gönnen sich ein Märchen oder gönnen die sich ein anderes Buch? Und warum ist hier ein Auge? Und überhaupt? Und ja, continue. Was geht da ab, Alter? Das war erst das zweite Kapitel. Was passiert hier alles? So, er ist der Meister der Herzen. Tag ein, Tag aus. Gehen wir rein. Wiederauferstehung. Kapitel 3. Na dann zeig uns mal Tag ein, Tag aus. Wachsen heran. Okay, aus seinem Bruder wachsen Sachen heraus. Und er ist alleine. Und er lebt. Er blickt sich um. Okay, da okay. Die Zeit reicht als Nahrung. Ich muss, nochmal. Die Zeit reicht als Nahrung. Ich muss vorbereitet sein. Alles wird Früchte tragen. Fisch. Pranke, was spielst du hier für einen kranken Scheiß? Cool. Wieder ein Rätsel, wo ich
erahnen muss, was ich tun soll, oder was? Stück Fleisch. Kann ich dem entnehmen, was ich wählen muss? Oder ist das willkürlich? Oh, cool, eine Seerobbe. Oh, ein Findet Nemo-Seeröppchen. Also, was ich schon verstehe, wir sollen diesen Fisch nachbilden, das habe ich schon verstanden. Also, wenn ich das richtig sehe, die Flossen passen soweit. Der Kopf halt nicht und eventuell die Färbung nicht, weil wir brauchen diese Antenne und das muss auch weiter hinten sein, eventuell. Warte mal. Okay. Das hat jetzt den Kopf verändert. Das setzt das alles zurück, oder? Okay, das setzt das alles zurück. Verstehe. Also. Wir haben den Torso. Was passiert, wenn ich das jetzt einfach mache? Okay, dann verschwindet er. Dann kriegen wir einen neuen Torso. Alles klar. So kann man das Experiment rückgängig machen. Dann nehme ich erstmal den hier. Was macht der? Der macht schon mal den Fischkopf. Der so verkehrt ja nicht unbedingt aussieht. Na, das war falsch. Das macht die Flossen, okay. Ich probiere einfach rum. So ist alles falsch. Wir haben zwar am Ende die Antenne. Wir haben die Flossen, aber das ist nicht richtig. Also muss ich mir jetzt auch hier wieder eine Reihenfolge merken. Okay. Das ergibt dann den Körper. Soweit, so gut. Dann nehme den. Dann nochmal den. Das sieht nicht so verkehrt aus. Dann den. Die Flossen, das passt. Scheiße. Den? Keine Ahnung. Ja, ist richtig irgendwie. Ich habe jetzt auch einfach nur geklickt. Ich habe mir da jetzt nicht gemerkt, was ich genau gemacht habe. Bin ich ehrlich zu euch, hat man aber auch gesehen, denke ich, als ich da hin und her geklickt habe. Kleiner Fisch. Werde schön groß, okay? Teilweise sind die Rätsel echt komisch. Kaninchenknochen. Okay, das kann ich nicht runterziehen. Da kommt so ein Vieh raus. Alter, okay, wir füttern den komischen Fisch, den wir gezüchtet haben, mit diesen komischen hässlichen Kaninchen. Verstehe. Alles für ein neues Leben. Ist das ein kaputtes Spiel, ey? Auf der Suche nach Insekten. Erstmal wieder alles anklicken, weil man ja grundsätzlich nicht weiß, was man tun muss. Muss ich da jetzt wieder irgendeine Reihenfolge oder so haben?
Wahrscheinlich schon. Ja, ich sehe doch nicht so schnell, wo wer was hinfliegt. Da ist eine. Also 1-1, weiß ich nicht, aber... Das... Kann ich das nochmal büscheln? Nein. Warte mal, gibt es eine Blume, wo keine hinfliegt? Also hier sind zwei hingeflogen, da auch. Da auch. Warte mal. Da und da und da auch. Wenn, dann müsste ja da eine offen bleiben. Da sind aber auch welche. Okay, eine ist hier drin. Ich verstehe aber nicht warum. Wahrscheinlich da, wo die meisten hinfliegen. Dann ist jetzt hier die, ja. Okay. Dann ist jetzt die. Dann ist es jetzt diese hier. Diese hier. Ich glaube, diese hier. Reicht das nicht langsam? Ja, zum Glück schon. Das sind dann so komische Rätsel, wo ich mir einfach nur so denke, hä? Okay, ich erinnere mich noch an damals, als ich alleine in den Park gegangen bin.